Da seid ihr ja schon. Ja, dann kommen wir einfach mal rein. So, also ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee. Jetzt sind wir angekommen im Juwel meiner Wohnung, sozusagen. Das Schuh- und Handwerkzimmer. Und wie man unschwer erkennen kann, habe ich eine große Leidenschaft, nämlich einen Turnschuh-Sneaker. Das Ganze hat schon so vor gut 10 Jahren angefangen. Natürlich habe ich auch einige teure Schuhe, einige von emotional teurem Wert, aber einige auch von finanziell teurem Wert. So einen Schuh, der mir besonders am Herzen liegt, den habe ich tatsächlich gestern erst bekommen. Das ist dieser Oldschool von Vans. Von einem guten Freund von mir, customized. Wir haben dann auch Fotos geschossen damit in letzter Zeit. Und das ist auch das, wofür meine Follower und meine Fans mich dann auch schätzen so, und sich dann auch die Inspiration holen von mir. Liegt mir sehr am Herzen. Jetzt habt ihr mein Schuhzimmer gesehen, ihr kennt meine Schuhsammlung, ihr kennt alles, was mir wirklich wichtig ist. Und ich muss mich jetzt trotzdem erstmal umziehen, weil ich immer noch im Bademantel bin. Und deswegen bitte erstmal rausgehen, gebt mir 5 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Mein allererstes Tattoo ist natürlich nicht mein schönstes Tattoo, wie es halt so oft ist, aber das mit der größten emotionalen Bedeutung für mich, weil ich halt damals Musik gemacht habe, aufgelegt habe, auch selber produziert habe, habe ich mir deswegen hier verschiedene musikalische Elemente tätowieren lassen. Unter anderem eine Kassette, eine Platte, einen Plattenspieler und natürlich auch Kopfhörer. So, wir sind hier in meinem Büro angelangt. This is where the magic happens. Von hier aus steuere ich meine Dress Like Machines Geschäfte. Dress Like Machines sind mein Blog. Das ist mein Hauptjob sozusagen. Nebenbei mache ich natürlich noch den Instagram-Kanal Willi. Hier bearbeite ich meine Fotos. Hier begutachte ich alle geschickten Sachen, die ich bekomme. Und plane die dann ein für Fotoshootings oder für Berichte, die ich dann schreibe. Dress Like Machines gibt es jetzt tatsächlich schon 10 Jahre. Ich war damals einer der ersten, die so einen Blog gemacht haben. Ich habe jetzt an die 310.000 Fans auf Facebook und auf Instagram habe ich 50.000 Follower. Was für mich schon sehr, 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 sehr viel ist und mir sehr, sehr viel bedeutet auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Genug geredet für heute. Jetzt muss ich aber erstmal los ins neue Büro, weil wir nachher noch ein Meeting haben. Vielleicht habt ihr einfach Bock mitzukommen. Dann könnt ihr euch alles mal anschauen. Ich habe halt auch trotzdem, ich als 28 Jahre alt bin, schon relativ viel mitgenommen und viel erlebt. Positives sowohl als auch Negatives. Deswegen kann ich da auf eine recht ereignisreiche Zeit zurückblicken. Aber ja, also Ehrlichkeit ist mir extrem wichtig und ich habe halt viele Leute getroffen, die mich ausnutzen wollten, aber auch viele Leute getroffen, die sehr gut mit mir gemeint haben und mich teilweise besser behandelt haben, als ich es verdient hätte, weil ich früher auch schon viel Scheiße gebaut habe. Da muss ich jetzt aber auch nicht näher drauf eingehen. Ja, also alles in allem kann man schon sagen, dass mir die Ehrlichkeit bei Menschen ist eigentlich das Allerwichtigste ist. Ja, reinspaziert. Wir sind jetzt hier in unserem neuen Office. Das haben wir erst vor 2 Wochen bezogen, also ist alles noch sehr frisch. Jetzt haben wir uns sozusagen zu viert gefunden und haben dieses Büro hier gegründet mit dem Hintergedanken, dass wir eine Art eigene Agentur aufbauen wollen, weil wir alle auf unsere eigene Art und Weise Sachen können, gut können, schneiden, fotografieren, filmen, Texte schreiben. Das sind alles so Attribute, die uns dann auszeichnen und die wir gebündelt in einer Agentur sozusagen als Service anbieten wollen. Ich persönlich bin ein großer Vinyl-Liebhaber und habe deswegen hier ins Office einen Plattenspieler gestellt, der da zusammen mit den Stereo-Amps eine gute Kombination ergibt. Also wir sind in Franz Mürrisch und das ist einer meiner absoluten Lieblingsspots in Leipzig, einfach weil es ein extrem schönes Café ist. Die Leute, die hier arbeiten, auch alle super nett sind und das in Kombination gibt es halt leider nicht so oft. Es gab natürlich auch eine Zeit, bevor ich Vollzeit mit dem Blog gearbeitet habe und meine ersten Schritte in Berlin habe ich praktisch bei meiner Firma gemacht, die Tape TV heißt. Und von dieser Firma bin ich dann in meinen zweiten Job gewechselt, zu Chimperator. Das ist ein kleines Label, was ursprünglich aus Stuttgart kommt. Und dort habe ich dann verschiedenste Dinge im Management gemacht, vor allem halt Produktmanagement, aber auch Künstlermanagement in gewisser Form. Und was wahrscheinlich die meisten von euch kennen werden, ist dann Crow. Für den habe ich sehr viel gearbeitet. Und irgendwann habe ich dann den Schritt gewagt, von meinem festen Job komplett in die Selbstständigkeit mit meinem Blog zu gehen.
Unsere Zeit ist leider vorbei. Ich sag jetzt Tschüss. Vielen Dank an das gesamte Team von Teufel für die tolle Unterstützung, für die tolle Produktion. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao.